Herzlich willkommen bei Immobux, dem Praxisratgeber für Vermieter und Mieter ohne große Rechtskenntnisse. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Umgang mit einem Mieter, der seine Miete nicht vertragsgemäß zahlt. Die Videoanleitung selbst besteht aus 4 Teilen. Nach einer kurzen Einleitung werden die folgenden Themen behandelt: Abmahnung des Mieters wegen Zahlungsverzugs, ordentliche Kündigung, fristlose Kündigung und abschließend fristlose und hilfsweise ordentliche Kündigung. In unserem Fall hat die Vermieterin Rita gnadenlos vor 4 Jahren eine Wohnung an Herrn Hans Schläfer vermietet. Der Mietvertrag ist unbefristet. Vor 2 Monaten hat der Mieter Schläfer begonnen, seine Miete unregelmäßig und unpünktlich zu zahlen. Die Vermieterin gnadenlos hat hierfür wenig Verständnis. Sie muss ihre Handwerker und Steuern auch termingerecht zahlen. Die Zauberworte, um den Mieter Schläfer wieder zur vertragsgemäßen Zahlung der Miete zu bewegen oder um den Mieter Schläfer schnellstmöglich loszuwerden, um die Wohnung an einen anderen solventen Mieter weiter zu vermieten, falls der Mieter Schläfer langfristig zahlungsunfähig sein sollte, heißen Abmahnung, ordentliche Kündigung nach § 573 des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus berechtigtem Interesse und außerordentlich fristlose Kündigung aus wichtigem Grund gemäß der Paragraphen 543 bzw. 569 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die Vermieterin gnadenlos hat ihre private Erfolgsformel, um den Mieter Schläfer wieder zur vertragsgemäßen Zahlung der Miete zu bewegen. Ob das ein Anwalt vielleicht anders machen würde, ist ihr egal. Sie hat ihr eigenes System. 2 Arten des Mietrückstandes sind prinzipiell zu unterscheiden. Zahlt der Mieter Schläfer monatlich ohne Berechtigung 20 oder 30 oder gar 100 Euro weniger, ruft sie den Mieter Schläfer an und mahnt diesen mündlich ab und fordert die vollständige Zahlung der Miete. Zahlt der Mieter Schläfer dann weiterhin nicht die volle Miete, mahnt sie den Mieter Schläfer spätestens dann schriftlich ab, wenn der Mietrückstand eine volle Monatsmiete erreicht. Beträgt der Mietrückstand einen Monat später immer noch eine Monatsmiete, kündigt sie das Mietverhältnis ordentlich aus berechtigtem Interesse gemäß § 573 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Beträgt der Mietrückstand einen Monat später eine volle Monatsmiete plus mindestens einen Cent, dann kündigt sie das Mietverhältnis außerordentlich fristlos gemäß den § 543 bzw. 569 des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus wichtigem Grund. Da der Mietrückstand des Mieters Schläfers mit einer Monatsmiete plus einem Cent erheblich ist im Sinne des § 569 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und in Verbindung mit der vorausgegangenen Abmahnung die Vermieterin gnadenlos zur fristlosen Kündigung des Mietverhältnisses berechtigt. Zahlt der Mieter Schläfer dagegen eine volle Monatsmiete, zum Beispiel im Januar nicht, dann ruft sie den Mieter Schläfer ebenfalls an und fordert ihn mündlich zur unverzüglichen Zahlung auf. Zahlt der Mieter dann trotzdem nicht, mahnt sie den Mieter Schläfer schriftlich ab. Zahlt der Mieter Schläfer dann auch die Februarmiete nicht vollständig, kündigt sie dem Mieter Schläfer fristlos aus wichtigem Grund gemäß dem § 543 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, da der Mieter Schläfer mit 2 aufeinanderfolgenden Monaten mit der Miete oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete, also eine Monatsmiete plus ein Cent in Verzug ist. Zusätzlich kann sie dem Mieter Schläfer hilfsweise auch noch ordentlich kündigen wie vor. Das Gleiche würde gelten, wenn ein Mietrückstand erreicht ist, der summiert über mehrere Mietzahlungstermine den Betrag von 2 vollen Monatsmieten erreicht. Also wenn der Mieter Schläfer zum Beispiel zwar die Februarmiete zahlt, aber die Januarmiete und die Märzmiete nicht. Oder er zahlt die Januarmiete nicht und die März- bzw. Aprilmiete jeweils nur zur Hälfte. Frau gnadenlos weiß, dass man die Instrumente Abmahnung und Kündigung nur verstehen und auch anwenden kann, wenn man die notwendigen Grundkenntnisse vom Mietrecht hat. Ansonsten zieht man besser einen Anwalt zu Rate. Die Vermieterin gnadenlos nimmt lieber ihr Schicksal in die eigene Hand und liest selbst nach, was im Gesetz steht. Die fristgerechte Zahlung der Miete ist eine Hauptpflicht des Mieters Schläfer. In § 535 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrages ist zu lesen: Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter die vereinbarte Miete zu entrichten.
Weiterhin ist der Mieterschläfer gemäß mietvertraglicher Vereinbarung verpflichtet, den Mietzins monatlich im Voraus, und zwar spätestens am dritten Werktag des jeweils beginnenden Monats, zu entrichten. Diese Vereinbarung bezieht sich auf den § 556b des Bürgerlichen Gesetzbuchs Fälligkeit der Miete. Die Miete ist zu Beginn spätestens bis zum dritten Werktag der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten, nach denen sie bemessen ist. Der Mieterschläfer hat die Miete also monatlich zu zahlen. Bei der Miete handelt es sich in der Regel um eine Geldzahlung und somit um eine Bringschuld. Und der Mieter ist nachweis- und auch fürsorgepflichtig, dass die Miete frist- und vertragsgerecht bei der Vermieterin gnadenlos eingeht. In § 270 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Zahlungsort ist zu lesen: Geld hat der Schuldner, also der Mieterschläfer, im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger, also der Vermieterin gnadenlos, an deren Wohnsitz zu übermitteln. Bereits am vierten Werktag des Monats ist der Mieterschläfer mit der Mietzahlung in Verzug, mit der Folge, dass er nicht nur eine erhebliche Verletzung seiner vertraglichen Pflichten begangen hat, sondern auch die möglichen Kosten für Anwalt und Gericht tragen muss, falls die Vermieterin gnadenlos ihre berechtigten Forderungen außergerichtlich mit dem Anwalt oder per Zahlungsklage geltend machen muss. Nachdem der Mieterschläfer die Miete für den Januar nicht fristgerecht bis zum dritten Werktag gezahlt hat, hat die Vermieterin gnadenlos gleich am 10. Januar den Mieterschläfer angerufen. Dieser ließ sich zunächst verleugnen und konnte dann keinen vernünftigen Grund nennen, warum die Miete noch nicht auf dem Vermieterkonto eingegangen ist. Die erfahrene Vermieterin gnadenlos lässt sich in solchen Fällen auf keine weiteren Spielchen und Überweisungsmärchen mehr ein. Jetzt ist nur noch Bares Wahres. Sie fordert den Mieterschläfer mündlich zur unverzüglichen Zahlung auf und setzt ihn in Verzug. Entweder ist in 3 Tagen das Geld auf dem Vermieterkonto eingezahlt oder er bringt die Miete kurzerhand in bar bei ihr vorbei. Nachdem die Vermieterin gnadenlos bis zum 18. Januar immer noch keine Mietzahlung erhalten hat, mahnt sie als ersten und wichtigen Schritt, um an ihr Geld zu kommen, den Mieterschläfer schriftlich ab, mit Inverzugsetzung, unverzüglicher Zahlungsaufforderung und Androhung der Kündigung des Mietverhältnisses bei Fortsetzung seines erheblich vertragswidrigen Verhaltens, sprich der Verletzung seiner Zahlungspflicht, also der Verletzung seiner Hauptpflicht als Mieter, und lässt die Abmahnung dem Mieterschläfer aus Nachweisgründen per Boten zugehen. Sie nennt das Datum, das Mietverhältnis, den Mietvertrag und mit großen Lettern kündigt sie an: Abmahnung wegen erheblicher Pflichtverletzung durch Nichtentrichtung der vertraglich vereinbarten Miete mit Androhung der Kündigung des Mietverhältnisses bei Fortsetzung der Pflichtverletzung. Zunächst schildert sie die Sachlage. Sie schreibt: Sehr geehrter Herr Schläfer, die Entrichtung der vereinbarten Miete gehört gemäß § 535 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu den Hauptpflichten des Mieters. Gemäß vertraglicher Vereinbarung ist der Mieter verpflichtet, den Mietzins monatlich im Voraus, und zwar spätestens am dritten Werktag des jeweils beginnenden Kalendermonats, zu entrichten. Monatlich ist von Ihnen eine Miete in Höhe von 630 Euro zu entrichten. Heute ist bereits der 18. Januar und die Miete für den Monat Januar wurde noch nicht entrichtet. Sie sind somit mit der Zahlung der Miete für den Monat Januar in Verzug. Dann droht sie mit den Konsequenzen, wenn der Mieterschläfer weiterhin seiner vertraglichen Zahlungspflicht nicht nachkommt. Mit ihrem Verhalten verletzen sie schuldhaft ihre vertragliche Zahlungspflicht erheblich. Dieses vertragswidrige Verhalten dulden wir nicht länger. Wir fordern Sie auf, die rückständige Miete für den Monat Januar in Höhe von 630 Euro unverzüglich an die Vermieterin zu zahlen und die Miete zukünftig fristgerecht in voller Höhe zu zahlen. Sollten Sie Ihr vertragswidriges Verhalten auch nach dieser Abmahnung nicht unterlassen, beziehungsweise mit einer Monatsmiete länger als einen Monat in Verzug sein, werden wir das Mietverhältnis ordentlich gemäß § 573 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kündigen, da wir als Vermieter in diesem Falle ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses haben.
Um den Druck auf den Mieterschläfer noch weiter zu erhöhen, droht sie noch zusätzlich mit der fristlosen Kündigung und mit der Erhebung einer Zahlungsklage. Sie schreibt: Sollten Sie mit der Entrichtung der Miete für zwei aufeinanderfolgende Termine oder eines nicht unerheblichen Teils der Miete in Verzug sein, werden wir das Mietverhältnis auch außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund gemäß § 543 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kündigen. Weiterhin behalten wir uns ausdrücklich vor, bezüglich Ihres Mietrückstandes Zahlungsklage zu erheben, wodurch weitere Kosten für Sie entstehen. Versöhnlich schreibt sie dann noch: Wir hoffen auf Ihre Einsicht, und unterschreibt diese Abmahnung und lässt sie dem Mieterschläfer, wie gesagt, per Boten aus Nachweisgründen zugehen. Sicher ist sicher. Jetzt hat der Mieterschläfer noch drei Handlungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Konsequenzen. Stichtag, also Tag der Entscheidung, ist jeweils der 3. Februar. Zahlt der Mieter bis dahin die Miete für Januar nach und die Februarmiete fristgerecht in voller Höhe, dann kann er weiterhin in der Wohnung verbleiben und die Vermieterin gnadenlos hat das erreicht, was sie wollte, einen vertragstreuen zahlenden Mieter. Oder der Mieterschläfer zahlt im Februar gar keine Miete oder weniger als die Miete für Februar. Das berechtigt die Vermieterin gnadenlos, den Mieterschläfer fristlos zu kündigen. Oder der Mieterschläfer geht hin und zahlt nur eine Monatsmiete, also nur die Miete für den Monat Februar. Das hat zur Folge, dass die Vermieterin gnadenlos den Mieterschläfer nun ordentlich kündigen kann. Da der Mieterschläfer am 4. Werktag im Februar weiterhin mit einer vollen Miete in Verzug ist und das bereits seit einem vollen Monat. Deshalb kündigt die Vermieterin gnadenlos in diesem Fall das Mietverhältnis ordentlich gemäß § 573 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, da der Mieterschläfer trotz der vorausgegangenen Abmahnung sein erheblich vertragswidriges Verhalten schuldhaft fortgesetzt hat und das Mietverhältnis mit dem Mieterschläfer endet dann mit der gesetzlichen Frist, in unserem Fall wäre das der 31. Mai. Nachdem Frau gnadenlos damit rechnet, dass der Mieterschläfer sich vor Gericht wehren wird, verfasst sie ein ausführliches und gut durchdachtes Kündigungsschreiben, das sie später im Streitfall als gerichtsfestes Beweismittel nutzen kann. Sie nennt das Datum, den Mietvertrag, das Mietverhältnis, nimmt Bezug auf ihre Abmahnung vom 18. Januar und kündigt mit großen Lettern an: Ordentliche Kündigung des Mietverhältnisses aus berechtigtem Interesse wegen erheblicher Verletzung ihrer vertraglichen Zahlungspflichten. Bei einer ordentlichen Kündigung ist zu unterscheiden zwischen dem Kündigungstag, also dem Tag, an dem dem Mieterschläfer das Kündigungsschreiben nachweislich auch zugegangen ist, dem Kündigungstermin, also dem Tag, an dem das Mietverhältnis auch tatsächlich beendet ist, und der Kündigungsfrist, also dem Zeitraum, der zwischen Kündigungstag und Kündigungstermin liegt. Ist die Mietzeit nicht bestimmt, also wie in unserem Fall das Mietverhältnis unbefristet, kann jede Mietvertragspartei das Mietverhältnis nach den gesetzlichen Vorschriften kündigen, gemäß § 542 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Die für unseren Fall zutreffenden gesetzlichen Vorschriften für die ordentliche Kündigung finden sich in § 573c des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Fristen der ordentlichen Kündigung. Demnach ist die Kündigung spätestens am 3. Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats zulässig. Was nichts anderes heißt, dass nach 4 Jahren Mietdauer die ordentliche Kündigungsfrist gegenüber dem Mieterschläfer 3 Monate beträgt. Nach 5 bzw. 8 Jahren Überlassung des Wohnraums würde sich die Frist um jeweils 3 Monate für die Vermieterin gnadenlos verlängern, gemäß § 573c des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Nachdem der Mieterschläfer das Kündigungsschreiben am 6. Februar nachweislich erhalten hat, also nach dem 3. Werktag im Februar 2014, endet das Mietverhältnis unter Beachtung der 3-monatigen Kündigungsfrist zum Kündigungstermin 31. Mai.
Gesetzlich geregelt ist die ordentliche Kündigung des Vermieters in § 573 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Dort ist nachzulesen: Die Gründe für ein berechtigtes Interesse des Vermieters an der Beendigung des Mietverhältnisses sind im Kündigungsschreiben anzugeben. Da der Mieter mit dem Nichtzahlen der Miete seine vertraglichen Pflichten gemäß § 573 des Bürgerlichen Gesetzbuchs schuldhaft nicht unerheblich verletzt hat, hat die Vermieterin gnadenlos ein berechtigtes Interesse als Vermieter an der Beendigung des Mietverhältnisses. Die erfahrene Vermieterin gnadenlos weiß, dass einer ordentlichen Kündigung bei Verletzung einer Pflicht aus dem Mietvertrag immer eine Abmahnung vorausgehen sollte, wie am 18. Januar geschehen. Lieber eine Abmahnung zu viel als eine zu wenig. Und vor Gericht sieht es immer besser aus, wenn der Vermieter den Mieter deutlich auf seine Pflichtverletzung und die drohenden Konsequenzen bis hin zur Kündigung hingewiesen hat. Frau gnadenlos weiß, dass vor Gericht nur die Gründe berücksichtigt werden, die sie auch im Kündigungsschreiben angeführt hat, außer sie sind nach der Kündigung erst entstanden, also der Mieter Schläfer weitere Vertragsverletzungen ausgeführt hat, die zu einer Kündigung berechtigen. Weiterhin ist es wichtig, dass die Vermieterin gnadenlos den Mieter Schläfer in ihrem Kündigungsschreiben noch auf sein Widerspruchsrecht gegen die ordentliche Kündigung gemäß § 574 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hinweist. Auch wenn sie im vorliegenden Fall eigentlich gar nicht muss, aber es schadet nie, wenn man als Vermieterin weiß, welche möglichen Einwände der Mieter hat, die er auch im Streitfall später möglicherweise bei Gericht vortragen wird. Gesetz hin oder her, das Urteil spricht letztendlich der Richter. In § 574 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist hierzu zu lesen: Der Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Der Vermieter kann die Fortsetzung des Mietverhältnisses ablehnen, wenn der Mieter ihm den Widerspruch nicht spätestens 2 Monate vor der Beendigung des Mietverhältnisses erklärt hat. Hat der Vermieter nicht rechtzeitig vor Ablauf der Widerspruchsfrist auf die Möglichkeit des Widerspruchs sowie auf dessen Form und Frist hingewiesen, so kann der Mieter den Widerspruch noch im ersten Termin des Räumungsrechtsstreites erklären. Wichtig ist noch, dass die Vermieterin gnadenlos in ihrem Kündigungsschreiben der stillschweigenden Verlängerung des Mietverhältnisses gemäß § 545 des Bürgerlichen Gesetzbuchs widerspricht. Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, so verlängert sich das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit, sofern nicht eine Vertragspartei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von 2 Wochen dem anderen Teil erklärt. Die Frist beginnt für den Mieter mit der Fortsetzung des Gebrauchs, für den Vermieter mit dem Zeitpunkt, in dem er von der Fortsetzung Kenntnis erhält. Mit diesem Hintergrundwissen verfasst die Vermieterin gnadenlos ihr Kündigungsschreiben. Gemäß vertraglicher Vereinbarung ist der Mieter verpflichtet, den Mietzins monatlich im Voraus, und zwar spätestens am 3. Werktag des jeweils beginnenden Monats, zu entrichten. Monatlich ist von Ihnen eine Miete in Höhe von 630 € zu entrichten. Nachdem Sie mit der Zahlung der Miete für den Monat Januar bereits in Verzug waren, haben wir Ihnen unsere Abmahnung vom 18. Januar mitgeteilt, dass wir dieses vertragswidrige Verhalten nicht länger dulden werden, und hatten Sie aufgefordert, die Miete für den Monat Januar unverzüglich zu zahlen und zukünftig die Mieten fristgerecht zu zahlen. Für den Fall des Fortsetzens Ihres vertragswidrigen Verhaltens hatten wir Ihnen die Kündigung des Mietverhältnisses aus berechtigtem Interesse angedroht. Weiter führt sie aus: Mit Wertstellung 6. Februar ist bei uns eine Mietzahlung eingegangen. Nachdem Sie bereits mit der Zahlung der Miete Januar in Verzug waren und die Zahlung der Miete Februar bereits fällig war, sind Sie weiterhin mit einem Betrag in Höhe einer Monatsmiete in Verzug, und dies nun bereits über einen Zeitraum von mehr als einem Monat. Mit Ihrem Verhalten setzen Sie schuldhaft die erhebliche Verletzung Ihrer vertraglichen Zahlungspflichten fort. Dann spricht sie die Kündigung aus. Deshalb kündigen wir das Mietverhältnis ordentlich gemäß § 573 des Bürgerlichen Gesetzbuchs fristgerecht zum 31. Mai. Mit Ihrem Verhalten verletzen Sie Ihre vertraglichen Pflichten schuldhaft nicht unerheblich, und wir haben deshalb ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses. Die weitere Fortsetzung des Mietverhältnisses mit Ihnen ist uns nicht zuzumuten.
Dann weist sie auf das Widerspruchsrecht des Mieters hin und widerspricht der Fortsetzung des Mietverhältnisses. Vorsorglich weisen wir sie auf ihr Widerspruchsrecht gegen die ordentliche Kündigung gemäß § 574 des Bürgerlichen Gesetzbuchs hin. Der Widerspruch gegen die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Im Falle des Widerspruchs verlangen wir unverzüglich Auskunft über die Gründe des Widerspruchs. Wir können die Fortsetzung des Mietverhältnisses ablehnen, wenn Sie uns den Widerspruch nicht spätestens 2 Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses erklärt haben. Weiterhin widersprechen wir ausdrücklich der Fortsetzung des Mietverhältnisses über den Kündigungstermin hinaus, gemäß § 545 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Um den Druck auf den Mieterschläfer noch weiter zu erhöhen, droht sie mit der fristlosen Kündigung und auch mit einer Zahlungsklage. Sollten Sie mit der Entrichtung der Miete in Höhe eines Betrages in Verzug sein, der die Miete für 2 Monate erreicht oder für 2 aufeinanderfolgende Monate mit der Entrichtung der Miete oder eines nicht unerheblichen Teiles in Verzug sein, werden wir Ihnen zudem das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen, gemäß § 543 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Weiterhin fordern wir Sie auf, den aktuellen Mietrückstand in Höhe von 630 Euro unverzüglich an uns zu zahlen. Sie sind in Verzug. Wir behalten uns vor, ohne weitere Ankündigung Zahlungsklage zu erheben, wodurch weitere Kosten für Sie entstehen. Abschließend unterschreibt sie noch die Kündigung und lässt sie aus Nachweisgründen dem Mieterschläfer per Boten zugehen. Selbst wenn der Mieterschläfer nach Zugang der ordentlichen Kündigung seine Mietrückstände bezahlt, bleibt die ordentliche Kündigung weiterhin wirksam. Das heißt also, das Mietverhältnis endet zum 31. Mai und die Vermieterin gnadenlos kann sich zum 1. Juni einen neuen Mieter suchen, der dann hoffentlich die Miete zukünftig vertragsgemäß bezahlt. Von anderen Ratgebervideos. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns wie immer unter immobooks@t-online.de. Abschließend wünschen wir noch eine gute Zeit und viel Erfolg bei Ihrer Entscheidung. Tschüss, Ihr Immobooks-Team.